zur Pressekonferenz. Das ist der Vorsitzende der Kickers aus gegebenen Anlass. Heute zur Trainervorstellung von Frau Steffen, die ich jetzt begrüßen möchte, hier bei uns im Degerlauf. Und natürlich möchte ich Michael Zeyer recht herzlich begrüßen, den Sportdirektor. Herr Zeyer, neuer Trainer ist gekommen. Heute gab es schon die erste Einheit. Was hat den Ausschlag gegeben? Ja, ich freue mich, dass wir jetzt der Trainer präsentieren können. Es gab ja seitens der Öffentlichkeit immer wieder die Fragen, wann ist es soweit und so. Ich habe immer klar gemacht, dass wir uns versuchen, natürlich die Entscheidung so schnell wie möglich zu treffen, aber auch uns das sorgfältig überlegen wollen. Und ich glaube, dass wir im Horst wirklich überzeugende Lösung gefunden haben. Aber ich freue mich darauf, dass er da ist und ich traue ihm zu, dass er mit uns perspektivisch zusammenarbeitet. Man hat es heute auch schon gesehen in der Trainingsarbeit, ja, dass das jetzt sorgfältig und systematisch gearbeitet wird. Was hat für Frau Steffen gesprochen oder anders gefragt, was hat gegen Jürgen Hartmann gesprochen? Jürgen war auch eine Option und es war tatsächlich so, dass ich das Ergebnis offen betrachtet habe. Ich kenne den Horst jetzt schon sehr lange, auch wenn wir keinen ständigen Kontakt hatten. Aber ich kenne seine Fußballphilosophie, auch wie er die Dinge erarbeitet hat. Er hat zuletzt im U19-Bereich gearbeitet und es war sicher auch eine Antwort, um zu sagen, man muss eine Mannschaft entwickeln. Und gerade die U19-Trainer, man sieht es im deutschen Fußball auch öfters, die sind einfach auch in der Lage, Fußball zu lehren und Mannschaften weiterzubringen. Und vor allem auch die Fußballidee, die Fußballphilosophie, die daraus verkörpert, die passt zu dem, was man definiert hat. Ja, erstmal bin ich auch froh, dass ich hier bin bei den Kickers. Das war schon auch eine schwierige Entscheidung, weil ich bei Borussia Mönchengladbach wirklich einen guten Job hatte, ich da sehr zufrieden war. Ich glaube auch die Verantwortlichen dort sehr zufrieden waren mit mir. Aber letztendlich war es für mich einfach reizvoll, hier einen Job zu übernehmen bei einem Traditionsclub, der einfach ja, Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln. Ich habe ein Gespräch mit Michael gehabt, ich habe ein Gespräch mit unserem Präsidenten gehabt. Ich hatte ein bisschen erzählt und das Feedback war eben so, dass beide gesagt haben, ach ja, das stimmt in etwa mit den Dingen überein, die wir uns für unseren Club vorstellen. Ja, wir werden eine Menge tun müssen. Andererseits habe ich die Mannschaft gesehen anhand von Videomaterial, wo ich auch das Gefühl hatte, da ist Potenzial da, die Jungs, die wollen, die geben Gas und ja, ich muss jetzt gucken, dass ich meinen Job gut mache und wir letztendlich dann auch die Ergebnisse bekommen, die uns helfen aus diesem Tabellenkeller. Es ist klar, dass ich von den Jungs schon erwarte, dass sie mutig sind. Ich hoffe, dass die Jungs das letzte Ergebnis auch dazu beigetragen haben, dass wir versuchen, Fußball zu spielen, dass wir versuchen, den Ball laufen zu lassen, dass wir auch versuchen, aktiv auf Balleroberung zu gehen, immer wieder versuchen, ein Pressing auch auszuüben. Das sind so Dinge, die ich im Kopf habe, wo ich sage, das müssen wir uns erarbeiten, das geht nicht von heute auf morgen, dass wir das hinkriegen, aber das sind so die Ideen, wo ich sage, ich will, dass die Jungs aktiv sind, dass sie einfach die Leute mitreißen, dass sie begeistern können und das versuche ich mit meiner Arbeit zu erreichen und hoffe, dass das so schnell wie möglich auch gelingt. Es ist ja quasi, sagen wir mal, zeitgleich oder ein bisschen zeitversetzt mit der Nachricht, dass wir Horst Steffen verpflichten und heute vorstellen, kursiert das Gerücht, dass Guido Buchwald seinen Rücktritt erklärt hat. Gibt es da irgendwelche Informationen bei dem Verein? Also ich habe keine Informationen, dass Guido zurückgetreten ist. Ich fände es schade, wenn er dann aus der Position im Präsidium ausscheidet, weil er auch die Funktion lange begleitet hat. Er ist jetzt aktuell im Urlaub, ja, und mein letzter Kenntnisstand war so, dass es keinen Rücktritt gab. Es kursiert jetzt nur in der Presseschrift. Also ich weiß noch nichts davon. Ja, vielleicht noch was zur Philosophie. Sind Sie einer, der ganz eher auf Sicherung der Abwehr geht, oder sind Sie auch einer derjenigen, der eher offensiv versucht, was zu machen? Denken Sie, Sie haben da das richtige Material auch dafür? Also erstmal habe ich das Gefühl, dass das Material, die Spieler, ja, gut genug ist, um das umzusetzen, was ich vorhabe. Also wir wollen schon aktiv verteidigen. Manchmal ist es etwas tiefer gestaffelt, manchmal etwas vorgezogen. Das ist je nach Spielsituation, je nach Gegner,
werden wir da flexibel sein. Wir wollen auf jeden Fall aktiv sein. Es sieht so aus, dass ich sage, das System, was bisher geschrieben wurde, dieses 4201, ist wohl das System, was ich auch übernehmen werde. Optional ist es sicherlich mal ein 442 mit zwei Viererketten. Aber auch da sage ich, muss ich gucken, was der Gegner hergibt und was unsere Jungs hergeben. Wie weit war jetzt zuletzt wie Sie Fahrten in Gladbach? Eine Orientierung? Ja, ich glaube, das ist unbestritten, dass Lucien Favre da mit Borussia ja, eine tolle Arbeit geleistet hat. Und das eine oder andere wird sicherlich auch hier zu sehen sein. Aber ich muss immer wieder gucken, was habe ich für eine Mannschaft und was kann ich damit tun. Aber letztendlich muss ich sagen, Lucien Favre hat eine tolle Arbeit geleistet und nicht umsonst steht die Mannschaft aktuell da sehr gut da.